Schreib, was machst du? Grießbuttereier. Grießnockerl. Einfaches Rezept. 100 Gramm Butter, doppelte Menge Grieß. Ein Ei, gleich schwer Fett, doppelte Menge Grieß. Butter warm machen. Grieß einrühren. Butter drauf. Mit einer Hand anrühren, nicht mehr warm. Quellen lassen und ganz wichtig, jetzt salzen. Und hier habe ich schon das Kochwasser, Lorbeerblatt und salzen. Wenn das Wasser nicht gesalzen ist, schmecken die Grießnockerl scheiße. Ich kann jetzt auch so machen. Vorsicht, die werden doppelt so groß, wenn sie richtig gemacht sind. Auf 1 zurückdrehen, zudecken und ziehen lassen. Die wollen, die können beten, die anderen können ein Kreuzworträtsel machen. 20 Minuten warten. So, schau her, Grießnockerl. Herrlich, schau. Wichtig dann heiße Suppe. Wenn du am Tag zu viel gesoffen hast, Vortag. Das warst du gestern, gell? Hervorragend, das ist eine Grießnockerl-Suppe. Halt!